Wo haben wir da wieder Schwänderl? Ich hab die gehört. Ich hab die gehört. Ich brauch hier ein paar Spare Ribs, Digga. So welche Viecher muss ich aber auch aufpassen. Ich glaube, die sind aber auch nützlich. Bild ich mein. Ich glaube, die sind aber auch nützlich. Gönn dir sofort, aber gönn dir sofort. Wo ist jetzt entweder links oder rechts? Kennt sich auch keiner aus. Aber doch, kommt so währenddessen, können wir wenigstens schon mal das ein oder andere sammeln. Gut zu wissen. Okay, Jäger, alles klar. War gut zu wissen, dass da wenigstens schon mal eine Kiste ist. Das muss ich doch holen werden. Schon wieder so ein Splitterer. Was machen diese Osseram hier draußen? Sind das jetzt Gegner oder nicht? Bevor die Wühler kommen. Oh. Okay. Oh, der Dorn will sie angreifen. Ja, das habe ich mitgekriegt, dass der sie angreifen will. Ich will definitiv mitgekriegt. Ich will die Teile hier. Ich will gewisse Teile hier haben. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch eine für den Schrottplatz. Du kamst genau richtig, Nora. Geht lieber zurück nach Kettenkratz, bevor noch was passiert. Nicht bei der ganzen Beute, die hier liegt. Na los, Leute, weitermachen. Kann man mit denen reden, oder? Ich glaube nicht, gell. Wir lassen uns durch nichts aufhalten. Niemals. Ich glaube, die schaut eher nach Anführerin aus. Wir machen das schon, Nora. Habe ich mal jetzt gerade ein bisschen mehr erwartet, aber ja, auch nicht schlecht. Du bist schon wieder in irgendeinem Schmeindel oder irgendwas gehört gehabt. Ja. Also vorher müssen wir auch mal abschießen. Ja, genau. Genau, genau, genau. Ganz, ganz wichtig. So ein kleines Vogel müssen wir auch unbedingt abschießen. Hey, mein Freund. Oh. Ja, wir sollten vielleicht auch mal wieder basteln. Das nenne ich Glück. Na schauen wir gleich wieder ein bisschen Schnellreise. Wichtig und richtig. Ja, einmal kurz schnell speichern. Alles klar. Nur damit wir es auch safe haben. Na, Hallöle! Sofort! Es sieht das auch Viecher sofort, Alter. Du weißt ja gar nicht, wie notwendig der Scheißtrick teilweise wichtig ist. Es ist so wichtig. Oh. Oh, das Teil braucht anscheinend noch ein bisschen länger. Na komm raus da, komm raus da. Ich brauch das Teil. Sehr gut. Aber ich glaube, ich habe das Teil nicht gekriegt. Es ist Arsch. Der Kanister wäre super. Der Kanister wäre richtig nice. Probier mal, dass du den kriegst. Ja, jetzt haben wir den Kanister. Gleich einsammeln, bevor wir den verlieren. Gleich einsammeln. Und den Havre-Boy auch noch. Den Havre-Boy auch noch. Puh, dann mache ich, glaube ich, gleich mal den hier. Wow, da bin ich gleich in die Fresse gekriegt. Heilung, 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 Digi. Schön seitlich. Perfekt. Das mit dem Gift ist aber Wahnsinn. Steppe, du schießt aber schnell anscheinend weg. Die ganze Sachen. Komm, 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 Digi. Mir ist wurscht, Hauptsache ich kriege was von dir. Hauptsache ich kriege was Eine von Maschine dir. Weniger. Das ist wichtiger. Aber schön erwischt, bis deppert. Ja, sehr gut. Sehr gut, gell, den nächsten. Noch einer weniger. Da gibt's nur noch einen hier. Ah, dann nehmen wir sich da auch wieder das Teil, hätte ich gesagt. Wenn nicht, können wir das auch relativ gut verkaufen. Und. Ah, ich hätte mir gedacht gehabt, der explodiert. Oder irgendwas passiert mit ihm. Okay. Und tschüss.
mache ich halt einfach mal eh, die mir ist wurscht. Doch, kommt der Geld von selber mehr. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Ich muss hier erstmal einsammeln. Ich mache hier mal definitiv nichts anderes außer einsammeln. Aber du kannst da mal kurz essen gehen. Gönn dir alles, einfach alles. Da liegt sicher noch ein bisschen mehr herum, oder? Ne? Das nehmen wir definitiv auch noch mit. Sehen wir da noch Schönes? Da hinten. Aha. Aha. Was ist das? Mittel? Ja, dann schaue ich mal kurz rein. Muss ich leider mal wieder kurz reinschauen. Mittel also. Passt, dann ist wenigstens das auch abgecheckt worden. Hoffe ich mal zumindest. Oder, mach sicherheitshalber nochmal Speicherer. Man kann ja nie wissen. Sicher, sicher. Wenn wir schon vorbeilaufen, ich bilde meine, es gibt doch so eine Trophäe, wo du alle Speicherorte bla 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 haben musst. Ich hab ja gewusst gehabt, einer fehlt mir. Na hallo? Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Die Pfeife? Die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute, ich dachte, irgendein Typ ist die Pfeife. Solange Alvin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvins Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Na, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Die Taldurchquerung müsste sicher sein. Ich überbringe Wardis die gute Nachricht. Die ganz, ganz gute Nachricht. Können wir schauen, irgendwas haben wir da gehört. Oder was ist mit dem Viech? Das. Was ist mit dem Viech, Alter? Der schleicht sich ab. Zum Jeder. Ich brauche ein paar Spearrips. Das geht einmal gar nicht. Da bin ich nur am Basteln gefühlt. Was ist da los? Bin gefühlt nur am Basteln. Oh, wieder das violette Zeug. Das ganz, ganz gute Zeug. Wichtig und richtig. So, das haben wir so auch noch eine sicher. Haben wir da gleich irgendwas gescheit? Wieder irgend so ein Viecher? Wenn ich schon dabei bin. Hallo? Danny braucht einen besseren Rucksack. Es ist was Blaues. Ob ich das jetzt kriege oder nein, das ist wieder andere Kunst. Na schau, na immerhin. Was haben wir denn da wieder Schönes? Ah, die haben aber noch nicht Harmdraht. Oh. Deshalb haben wir so einen noch nicht Harmdraht. Alles klar. Gut zu wissen. Lass einmal mal kurz spazieren. Lass einmal mal ganz kurz spazieren. Damit wir so ungefähr Bescheid wissen. Vielleicht auch dann später so ein Reiter haben, wäre auch super. Wäre ganz, ganz fein. Da ist auch noch der nächste. Da würde ich dann wieder die Überbrückung machen. Da hätte ich mal wieder gesagt, da könnten wir sicher was gönnen. Stürmer und let's go. Ja, gib Gas, Digga. Gib Gas. Denken wir schon, Alter. Er macht gar Gas, Alter. Geh rein, bis es sicher ist. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Na, aber hallo. Hey, du
Du hast da ein paar richtig schöne Waffen. Steppert, aber gut aus mit der Maske. Bist du deppert? Er schaut aber sehr, sehr gut aus mit der Maske. Na hallo, servus. Ich schaue so deppert. Was ist mit dir, Alter? Bin nicht giftig. Ach, vielleicht. Nur die Zähne. Aber wir sind eh wieder bei der Stadt. Passt. Haben wir nur schon doch gehabt, so, okay, waren wir da? Ich habe jetzt länger schon nicht auf die Karte nachgeschaut. Alles klar. Na? Muss ich kurz was überprüfen? Okay. Oh, bist du Depper? Ja, das ist die ganze Open World, Digga. Aber, ich wollte jetzt unbedingt überprüfen, ob das wieder so ein irgendein scheiß Fehler hat, mal wieder. Scheiß PS5-Controller. Wah! Gott sei Dank habe ich jetzt den DualSense Edge-Controller, weil damit kann ich mir wenigstens ein bisschen ein Götter sparen und nicht jedes Mal einen Eichen kaufen. Oder zur Reparatur bringen. So kommt wenigstens ein bisschen billiger. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl das Hauptmann. Ihnen geht es also gut. Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Tja, ich gehe nirgendwo hin, bevor nicht die Pfeife ertönt ist. Wenn es nicht sicher für sie ist, ist es nicht sicher für mich. Ach, na schön. Ich sorge dafür, dass jemand pfeift, dann komme ich wieder. Hast du gehört? Wir brechen noch nicht auf. Entlade den Wagen. Nein. Ich bin gleich zurück. Macht's euch nicht bequem. Als wenn das hier möglich wäre. Da wird Peter noch jemand pfeifen. Keine Sorge, wenn ich da herumstehe und ganze Zeit machen muss. Warte mal ab. Bis ich selber da stehe und herumpfeifen muss. Den ganzen Tag. Na, weißt du was? Als erstes machen wir kurz den Beutel-Upgrade. Und dann ist alles andere. Okay, ja, Bomben. Pfeile. Ja. Am liebsten gleich noch mehr. Am liebsten gleich noch weiter. Was haben wir da? Nabelschweinknochen. Alles klar. Von dem einen oder anderen Viech hätte ich mal das trotzdem erwartet. Aber ich glaube, das habe ich jetzt dann für den Bombending verbraucht. Baue ich nicht unbedingt. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. So. Da geht sowieso nichts weiter. Ja, die eine Stufe da. Vielleicht sogar noch die zweite. Wer weiß. Ja, ich bin einmal so leiwand. Da tue ich mal alles aufwerten. Oder beziehungsweise das andere kann ich auch noch aufwerten, sicher. Na, wenn dann den schon. Wahrscheinlich werde ich es dann irgendwann einmal bereuen, dass ich das alles aufgewertet habe. Was dann vielleicht komplett unnötig ist dann für später, aber was soll's. Wer weiß, vielleicht kann ich es gebrauchen. Da würde ich mir jetzt einmal gönnen. Ist zwar jetzt nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Alvand. Die Dornrücken. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Mann. Sogar mit Wächtern und alles geil. Ich bin käuflich. Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvand Freihalter, stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah,
unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert... Jo, genau! Nobel von dir. Nobel? Wahrscheinlich von ihm selber. Ich wurde mit dem schikaniert worden. Geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Klar doch. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osaram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht. Natürlich. Natürlich, natürlich. Alter. Wenn Kettenkratz auf Karja-Land liegt, sollte ein Karja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osaram natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Hm. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Praktisch. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Johoho, genau. Einen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Osaram. Ah ja. Der Hammer ist so fake. Der Hammer ist so fake. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, na, schade, jetzt deppert. Ist es Zeit zu pfeifen? Na komm, pfeif, oh, na komm. So schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Ja, sicher genau. Ist, sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Ach so. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osaram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt, oder ich mach's. Dann machen wir es. Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es was wieder jetzt geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Hä? Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Was soft sie haben weiter. Es geht der Hieße. Den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Der ist im Arsch. Da gefällt sich aber auch wirklich jeder. Zu einer Gesandtschaft. Ja, das muss ich wohl. Oh, Digga, du bist sowas von am Arsch. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein.
Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Waldis nach Fahrlicht schicke. Der ist sowas von abarsch. Er sagte, er würde auf mich warten. Du hast die Pfeife gehört. Zeit zu gehen. Aber ich... Zeit zu gehen? Husch, husch. Na komm. Ich gehe nach Fahrlicht, Waldis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Bro, saß da Gesindel, Alter. Gib doch gleich Gesindel. Ist der deppert oder was? Der nennt mich einfach Gesindel. Digga. Ich glaube, ich werde deppert. Ja, das könnte viel Spaß. Ich glaube, wir bauen da noch die ein oder andere Nebenquest, bis der mal da kommt, dort hinten. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Boah, sehr gut. Gleich zwei von den Dingern. Ich glaube, ich werde gar nicht mehr so schlecht, gerade gegen normale Gegner. Das ist mal definitiv nicht schlecht. Was haben wir denn noch so Schönes für Fähigkeiten? Ah, okay. Blockbrecher. Ah, alles klar. Ja, das mit dem Fallen. Ah, da bin ich nicht so ein Fan davon. Aber tiefe Konzentration bin ich definitiv ein Fan davon. Definitiv. Hohe Salben. Interessant. Mutstoßmeisterin. Aha. Interessant. Gut zu wissen. Also, wir haben noch zwei. Ach du Scheiße! Wir haben ja noch zwei hier am Start. Das ist Waffenausdauer. Na, dann würde ich derweil dann noch warten. Bisschen mehr Heilung. Lass ich auch noch stehen. Lass ich sich jetzt aber auch noch stehen. Tarnfernwohl, was haben wir da noch stehen? Ja, bin definitiv dafür. Da bin ich definitiv dafür. Perfekt. Alter, da ist jetzt sowas so reingegangen. Haben wir gleich viele Sticker gehabt? Kann ich Silence aufspüren?